bräuchten Sie einen Krankenwagen? Es tut so weh. Mein Neffe hat einen Motorradunfall, der ist gegen die Leitplanke geperlt. Ich kann mich nicht bewegen. Der sitzt an der Leitplanke und hat einen Nagel im Nacken. Könntest du bitte ganz schnell kommen? Jetzt auf Streife, die Spezialisten. Judith Fischer ist Fahrlehrerin und hat heute ihrem Neffen Hendrik, der bei ihr seinen Motorradführerschein macht, eine Fahrstunde auf der Landstraße gegeben. Warum der 18-Jährige dabei plötzlich gestürzt ist, gibt Judith beim Eintreffen der Retter immer noch Rätsel auf. Was ist denn überhaupt passiert? Können Sie uns was erzählen? Das ist mein Neffe in einem Fahrstunden bei mir und der ist ins Schleudern geraten. Ich weiß nicht genau warum und ist hier einfach gestürzt und gegen die Leitplanke geknallt. Okay. Wissen Sie denn was von Feuererkrankung? Wie alt ist der? Der ist 18, der ist eigentlich überhaupt gar nichts, der ist kerngesund. Ich weiß nicht, ob das relevant ist. Mit 15 hatte er mal einen epileptischen Anfall, aber seitdem nie wieder. Das war eine einmalige Geschichte. Hast du mitbekommen? Ansonsten, ja. Mit 15 einmal Epilepsie? Wir haben ein kleines Problem. Wir machen jetzt bitte einmal das Monitoring und alles komplett dran. Er hat hier tatsächlich, warum auch immer, da ein Nagel drin, steckt hier hinten den Nagel drin. Nagel? Was für ein Nagel? Hendrik ist bei seinem Sturz von einem herausstehenden Nagel in der Leitplanke am Genick aufgespießt worden. Für eine genauere Untersuchung versucht Ärztin Katja Hoffmann, dem schwerverletzten Fahrschüler so vorsichtig wie möglich den Motorradhelm abzunehmen. Hast du den Kopf? Nee, noch nicht. Hendrik, bleib ruhig, okay? Ja, jetzt so einigermaßen. Es ist gleich vorbei. Ich ziehe. Ganz ruhig bleiben, ja? Das kriegen wir hin, okay? Warte. Gleich vorbei. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich muss jetzt einmal hier das Zeug runterholen, auch den Helm, ja? Okay. Ich hab den Kopf wieder. Ja. Kipp mal nochmal nach hinten. Ja, genau. Also, so Feuerwehr ist mit alarmiert, dauert aber noch einen Moment. Okay. Ich will nicht hier. Ja. So, gucken wir, dass wir ihn einmal entkleiden, die Vitalparameter, einen Bodycheck komplett. Kann man den nicht einfach so rausziehen? Nein, das geht nicht. Gerade in dem Bereich sind natürlich sehr empfindliche Strukturen, Gefäße etc. Zudem wäre halt einfach Fremdkörper nicht entfernen, die in Wunden stecken, um halt eventuell stehende Blutungen durch den Fremdkörper nicht wieder freien Fluss zu geben und uns halt eine Blutungsquelle zu schaffen, die wir nicht unbedingt brauchen können. Ah, die Polizei ist auch da, super. Kann man Ihnen nicht irgendwas schon mal gegen die Schmerzen geben? Ja, wir machen jetzt sofort, wir müssen eins nach dem anderen machen, ja? Pupillen, Isochor, Kopfschmerzen, sonst hast du nicht, das ist nur der Nacken, ja? Der Nacken tut weh. Ach, das glaube ich. So, Lunge ist auskultatorisch auch in Ordnung. Wenn wir die Vitalparameter haben, machen wir einen Zugang und dann würde ich ihn gerne ein bisschen analysieren und sedieren. Ja, beim Bodycheck hat sich Gott sei Dank ergeben, er konnte alle Extremitäten frei bewegen. Er hatte wirklich die Schmerzen isoliert, nur im Bereich der Halswirbelsäule. Das ist natürlich gerade bei so einem Sturz mit dem Motorrad immer so ein großes Plus, dass man nicht noch weitere Verletzungen oder gerade halt schwerwiegende Wirbelsäulenverletzungen hat, die dann gegebenenfalls direkt sehr problematisch sind. Da Judiths Neffe durch ein Herausziehen des Nagels gefährliche Folgeverletzungen erleiden könnte, warten die Retter auf die Feuerwehr, um ihn mitsamt dem Nagel schnellstmöglich von der Leitplanke freizuschneiden. Derweil will die Polizei herausfinden, wie es zu dem Sturz kommen konnte. Wie war Ihr Name? Der Fischer. Ich habe eine Fahrschule, das ist mein Neffe. Und der junge genau, Mann. Er nimmt okay. bei mir Fahrstunden und er macht Motorradführerschein ja. und er ist hier in der Kurve ins Schleudern geraten. Ich weiß nicht genau warum, hier gab es kein Hindernis und gar nichts. Und okay. er ist dann hier einfach gestürzt und gegen die Leitplanke geknallt. Okay, aber es gab jetzt keinen Auslöser, es gab nicht nein. irgendwie einen Zusammenschuss. Nichts. Und er ist hier einfach ja? vorne in der Kurve, das war ein Fahrradfahrer. Ich hab sind Sie? Gar nicht genau. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja, habe ich. Kriegt er jetzt Schmerzmittel? So, was haben Sie jetzt genau hier mit diesem Unfall zu tun? Warum sind Sie hier? Ich ging mit dem Fahrrad in die Richtung, in eine Kurve, das Motorrad entgegen, dahinter das Auto, dann hüpfte ein Knall. Dann habe ich mich umgedreht und dann lag der schon das Motorrad. Und dann bin ich schnell hier hingerannt und habe eine Hilfe, ob ich helfen kann. Ich sehe auch hier keine Bremsspuren, ne? Nee. Da sich der Unfall durch den Einsatz einer Fahrstunde aus der Fahrschule heraus entstanden ist, mussten jetzt erstmal natürlich genau geguckt werden, ob das ein Fehlverhalten des Fahrlehrers, des Fahrschülers oder ein technischer Mangel halt gegeben war. Oder auch die Fahrbahn vielleicht dementsprechend halt schlecht war, dass der deswegen ins Straucheln gekommen ist. Ja, er ist eigentlich ein super zuverlässiger, besonderer Fahrer. Also, ja.
Eigentlich von der ersten Fahrstunde. Es ist immer konzentriert. Ja. Es gab noch nie irgendwelche Zwischenfälle. Okay. Aber dass er hier ohne jegliche Auswirkung hier rausgefahren ist. Ich war hier ist kein Bremsspur, habe ich gerade zu meiner Kollegin schon gesagt. Ich habe nur noch gesehen, wie er hier ins Schleudern geraten ist und dann ist er gestürzt. Ich kann es Ihnen nicht erklären. Okay. Die Feuerwehr, die hat wahrscheinlich irgendwo festgesteckt und kam irgendwo nicht durch. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat es sehr, sehr lange gedauert, aber Henrik musste befreit werden. Also insofern war ich sehr, sehr froh, dass da Rettungskräfte vor Ort waren, die dann schnell handeln konnten. Dann ist ein Problem mehr. Wir haben jetzt hier wirklich, wir brauchen die Zeit. Wir müssen gucken, dass wir ihn da wegbekommen. Der wird uns ateminsuffizient. Das heißt, er kann nicht mehr richtig atmen, wenn die Feuerwehr jetzt nicht sofort da. Die haben gesagt, die brauchen noch ein paar Minuten. Ich weiß. Und warum kann man ihn nicht einfach jetzt rausziehen und die Wunde sichern? Weil wir damit eventuell jetzt eine Verletzung auslösen, die noch schwerwiegender ist als die jetzige. Aber wir haben, glaube ich, gar keine andere Möglichkeit. Was sollen wir sagen? Wir warten noch zwei Minuten, drei Minuten. Sollen wir noch Spineboard dann holen? Sollen wir schon mal Spineboard hintun? Das können wir ihn einfach runterholen. Schulditrage, Spineboard. Ich habe mich total gewundert, warum Henrik nicht einfach rausgezogen werden kann. Aber es wurde mir dann erklärt. Und da wurde ich natürlich dann umso mehr nervöser und aufgeregt. Weil mir dann im Prinzip die ganze Lage auch mehr und mehr bewusst wurde, in welcher Gefahr er war. Was passiert hier? Okay, pass auf. Du hast es gleich geschafft, okay? Du wirst jetzt von dem Nagel befreit und dann fahren wir ins Krankenhaus, okay? Und dann ist das ganz bald vorbei, okay? Amt Judith, ich muss dir noch was sagen. Moment. Du musst gar nichts sagen gerade, okay? Mama weiß nichts von der Motorradfahrstunde. Sie sitzen hier. Das sollte eine Überraschung werden. Sie sitzen hier auf dem Schlauch, Sie müssen vorsichtig sein. Mama weiß nichts davon. Pass auf, okay? Das ist egal. Das ist egal, du. Okay, du bist stark. Du schaffst das, okay? Ich wollte dir nichts davon sagen. So, lassen Sie jetzt mal die Frau Doktor erstmal da dran. Okay. Ja, das wäre mal sinnvoll. Sorgen. Okay, das ist nicht schlimm. Ja, alles gleich, weiter. Klären wir später, okay? Dass Hendrik seiner Mutter die Fahrstunden verheimlicht, weil sie wegen seines epileptischen Anfalls vor einigen Jahren dagegen war, kommt für Judith völlig überraschend. Doch vor allem hofft sie, dass ihr Neffe die gefährliche Rettung übersteht, als die Ärztin ihn dafür in Narkose versetzt. Ganz ruhig, ja? Am besten mal aufstehen, ganz ruhig atmen, das ist das Wichtigste, ja? Okay. Wir tun uns keinen Gefallen, wenn Sie das auch noch wegklappen. Alles gut, alles gut. Ja, ganz entspannt. Ja, stopp weg, ne? Er schläft gleich ein bisschen ein. Okay. Das heißt, er spürt gleich gar nichts. Nee, die Schmerzen müssten jetzt auch gut sein und dann schläft er den Rest, bis das Ganze erledigt ist. Okay. Das ist aber auch echt, ey, Mann. Wie weit seid ihr? Soweit du. EKG klebt. Ein Herausziehen des Nagels könnte bei Hendrik eine Querschnittslähmung zur Folge haben. Doch der Ärztin bleibt keine andere Wahl. Denn wenn die Retter noch länger auf die im Verkehr stecken gebliebene Feuerwehr warten, wird Hendrik vielleicht sterben. So, es hat jetzt auch keinen Sinn mehr. Ich würde ihn jetzt rausholen. Weil ja, wir haben auch lange genug gewartet. Die Feuerwehr kommt nicht. Pech gehabt. Die müssen dann halt warten. Also. So, sollen wir das Beinboard vorlegen und dann mit Manpower den Eimer runterziehen? Machen wir so. Kopf würde ich dann auch einfach, um das Ganze dann im Blick zu behalten, mit Headbox fixieren. Ihr habt den soweit stabil? Ja. Pass auf. Wir schieben das Board unter den Patienten drunter. Das heißt, hier hinten vorne ist die Füße an. Ja. So. Hm. So. Okay, komm, dann halte ich das jetzt, ne? Wie komme ich jetzt da dran, dass ich da von da heben kann? Wir machen Folgendes, ich erkläre es euch. Rechts, links. Du hältst das Board fest. Ja. Du nimmst die Füße. Ja. Ich gehe ins Bereich des Becken, Schultern. Du kümmerst dich um den Tubus. Katja, du hast den Kopf. Ja. Und wir arbeiten alle auf dein Kommando. Als ich gesehen habe, oder beziehungsweise als es dann soweit war, dass er befreit wurde, ging es mir natürlich nicht gut. Ich hatte Angst um meinen Neffen. Ja. Unfassbare Angst einfach. Eins, zwei, drei, Vorsicht. Ganz langsam runter. Ziehen. Ich ziehe. Zieh. Ich ziehe. Okay, der Nagel ist raus, glaube ich. Ja, komm. Perfekt. Warte. Ich ziehe. Moment, noch nicht ziehen, noch nicht ziehen. Nee. Kommst du rum? Hm? Kommst du rein? Wir müssen Hast jetzt, du? Ja, ich hab jetzt. Also nachdem wir den Patienten vom Nagel halt dann runter hatten, schien die Wunde auf den ersten Blick jetzt gar nicht so tief zu sein. Auch jetzt die Inspektion des Nagels hat eigentlich ergeben, dass er Gott sei Dank nicht wirklich weit eingetreten ist. Es sah dann halt tatsächlich auf den ersten Blick deutlich dramatischer aus, als es sich dann im Verlauf gezeigt hat. Aber trotzdem, ob da halt noch irgendwas passiert ist beim Eintritt dieses Fremdkörpers, kann man natürlich auch vor Ort nicht beurteilen. Eins, zwei und ziehen.
einmal ziehen. Auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, der hängt auf dem Klett. Hast du ihn? Kannst du den Kopf übernehmen und die? Ja, ist kein Kopf oder das, wie du ja, übernehmen. So Kopf habe ich. Gut, da kann ich das Becken. Das ja. Lass mir mal die Taschen. Okay. Und zieh. Und los. Da läuft der Kabel raus. Gut. Jawohl. Das ist scheißegal. Also ich ja. Weiter. Stopp. Während die Retter Hendrik transportfähig machen, stößt die Polizei bald auf eine mögliche Spur, was seinen Motorradsturz verursacht haben könnte. Doch zuvor will seine Tante unbedingt erfahren, ob die Ärztin eine Lähmung durch den herausgezogenen Nagel bereits ausschließen kann. Wir müssen gleich einmal steril abdecken. Ja. Müssen wir den Nagel dazu gleich noch mal angucken. Kann ich da schon was Näheres sagen, wie der können? Ja, müssen wir jetzt gleich einmal gucken. Im Moment sieht es nicht so aus, als wenn er irgendwelche Einschränkungen hat. Aber letztendlich beurteilen kann man das erst, nachdem man in der Klinik alles untersucht hat. Warum filmen Sie denn hier? Ja, müssen Sie mal zur Seite. Ich habe Ihnen doch auch gesagt, gehabt, Sie sollten da drüben stehen bleiben. Ne? Was haben Sie? Löschen Sie das Video erstmal wieder? Das möchte ich auch sehen. Ansonsten stellen wir das Handy sicher. Ja, das kann ich machen. Sofort. Auch aus dem Mülleimer. Haben Sie noch mehr? Ja. Nee, war das Einzige. Wir sind ein bisschen technisiert. Zeigen Sie mal her. Bei der weiteren Unfallaufnahme haben wir dann festgestellt, dass der Passant, der noch vor Ort war, Videoaufnahmen getätigt hat. Das ist bei einer Unfallaufnahme wie in diesem Fall oder allgemein nicht erlaubt. Hier wird es auch noch zu strafrechtlicher Relevanz kommen. Der wird einmal noch Post von der Behörden bekommen, muss sich dazu rechtfertigen. Das funktioniert so nicht. Das war nur Sie möchten ja auch nicht. Das auch nirgendwo reingestellt. Ja, aber hören Sie mal zu, wenn Sie da in so einer hilflosen Lage sind. Sind Sie hier im Papierkorb auch löschen? Ne? Ja, wenn Sie in einer hilflosen Lage sind, dann möchten Sie, glaube ich, auch nicht, dass Sie gefilmt werden. Ja, oder? Natürlich. Okay, verstehe ich. Ne? Tut mir leid. Wir haben auch Ihre Daten jetzt und dann können Sie die Örtlichkeit Ausweis habe ich noch. Verlassen. Ja. Dann gib ihm den Ausweis wieder und dann kann er die Örtlichkeit verlassen. Ich spock das Handy schon weg. Es tut mir leid. Ja, wir brauchen Sie aber auch jetzt hier auch nicht mehr. Wir haben dann den Passanten, nachdem wir seine Personalien festgestellt haben, gebeten, den Unfallort zu verlassen. Den haben wir, falls wir Fragen haben, können wir noch mal auf ihn zurückgreifen. Die Ärztin hat ihn aber dann auf einmal noch prompt angehalten, weil sie etwas gesehen hat. Warte mal, halt mal. Was ist das? Wieso, bleiben Sie doch mal stehen, ganz kurz. Wieso denn? Wieso, was ist das? Nee, das Licht vorne, das Flackern. Ja. Dann hat er das vorher gesehen. Was ist denn los? Bleiben Sie mal stehen. Warum? Kann das die Ursache sein dafür oder was? Ja, wenn er jetzt doch einen Krampfanfall hatte, dann ist es durchaus möglich. Ja, und sagt, bitte? Die Tante sagt ja, er hatte schon mal einen epileptischen Anfall. Ne? Ja, das wird durch sowas halt ganz gerne auch mal ausgelöst, so diese optischen. Ach was. Ja, die Tante unseres Patienten hat ja dann gesagt, er hätte schon mal einen Krampfanfall gehabt. Eventuelles Krampfleiden stand im Raume. Und so ist es dann natürlich durch so optische Reize wie so ein Stroboskop, so ein Blitzlicht oder halt auch viel zu schnell geschnittene Filme, je nachdem, dass die halt so optische Reize auslösen, dass das halt auch einen Krampfanfall auslösen kann. Das müssten Sie trotzdem mal austauschen, das ist nicht zu stark. Ja, also tut mir leid, ich hätte nicht gedacht, dass es... Das muss dauerhaft leuchten und nicht blinken, ja? Also das machen Sie bitte mal im nächsten Moment halt. Ne? Ich drehe das jetzt mal für mich. Damit das, ja, das, nein, so darf es auf keinen Fall sein. Es tut mir aber so leid jetzt, mein Gott. Ne? Ja, aber trotzdem, Lehre für sich, ja? Das tauschen Sie bitte aus, ja? Das tauschen Sie bitte in naher Zukunft aus, okay? Ja, natürlich, also wenn Sie sofort machen. Gut, es tut mir jetzt so leid. Nein, da können Sie ja nichts zu. Okay, dann wünsche ich Ihnen jetzt einen guten Tag noch. Ja? Ihre Daten haben wir, falls wir noch Fragen haben, melden Sie uns. Ja? Im Krankenhaus wird jetzt natürlich wirklich geguckt, was für eine Verletzung haben wir da im Bereich der Halswirbelsäule. Der ganze Rest wird natürlich gerade auch aufgrund von dem Unfallmechanismus auch noch mal eingehend untersucht. Dann je nachdem wird halt interveniert, so wie man es muss. Er wird halt überwacht und versorgt. Und dann hoffe ich, dass er halt relativ zügig gut aus der Nummer wieder rauskommt. Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass Hendrik durch den Nagel glücklicherweise nur eine Fleischwunde erlitt und sich keine bleibenden Schäden zuzog. Zudem kam heraus, dass das flackernde Fahrradlicht bei ihm tatsächlich einen epileptischen Anfall ausgelöst hatte und er deshalb gestürzt war. Hendrik hat wegen seiner Erkrankung beschlossen, den Motorradführerschein doch nicht zu machen.